Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Pixelmon Mod Let's Play. Ich habe jetzt herausgefunden, wie man es macht. Und zwar ist es relativ schwer. Also, ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, den Mod so umzugestalten. Also, da oben müssen wir Inkwell hin tun, dann ist hier schwarz. Das ist jetzt wegen dem Testen schon schwarz gewesen. Und hier unten einfach Papier. Und dann hat man es. Aber dass man Wasserbottel reinmachen kann und so, und irgendwie ist es ja nicht gegangen. Oder ich habe es nicht gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Wir brauchen zwei. Könnten noch eins machen. Gut. Mit denen können wir jetzt hier ein Ding so hier rein tun und hier Leder. Und eigentlich bekommen wir jetzt hier. Ah, jetzt. Das Scrap Dive Book. So, und das Scrap Dive Book, das ist die Welt. Das machen wir jetzt zum Beispiel hier rein und könnten dann reingehen. Ich weiß jetzt nicht, schwarz, eigentlich müsste es blau sein. Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Ich werde noch kurz dann die Welt safen. Müssten wir im ersten Mal wirklich machen. Ich brauche aber noch so ein Buch, dass man so craftet. Nein. Irgendwie, man braucht noch ein Buch. Naja, mit Leder. Mit Leder, mit Leder, mit Leder. So, Leder und so. Genau, ein Unlinked Book brauchen wir noch. Das müssen wir aufmachen. Und dann haben wir hier ein Overload erwählt. Verlinktes Buch, da können wir mit dem Buch immer wieder zurückkommen. Aus der Welt, die wir jetzt dann gestalten. Aber zuerst save ich es noch. Wir sehen uns gleich wieder. Dankeschön. Und ja, bis denn. Tschüss. So, es ist gespeichert. Wir können loslegen. Jetzt ist es auch blau. Gut. Dann schauen wir mal. Und wo kommen wir raus? Was bekommen wir? Flat. Es will ein bisschen laden und wir stürzen ab. Okay. Gut, das ist mal eine schlechte Welt. Wieder rausgehen. Ja. Mist! Okay, dann brauchen wir Leiter nochmals ein paar Linking Pages. Dafür müssen wir Ink-Ding machen. Dann werde ich die Welt gleich mal löschen. Dazu nehme ich das Buch mal weg. Schmeiß es in den unendlichen Brunnen. So, ja. Gut, wir brauchen Inksack. Wir brauchen Glas mit Wasser. So. Wir brauchen Sand. Haben wir leider nicht mehr. Ich brauche hier nochmals ein Wattebottel. Gehen wir hier rüber. Machen das gleiche wieder mit dem Insekt. So. Dann wieder hier hin. So. Leder. Und jetzt? Was haben wir hier gemacht? Ja, das fehlt noch. Ah, ist es was? Ja, okay. Wir sammeln ein bisschen Ding, ein Sand. Und was brauchen wir noch? Ein paar ja, Insekten haben wir genug. Ja, hier nicht. Ich weiß nicht. Okay, machen wir es hier in Wasser. Das sieht man weniger, dass hier abgebaut wurde. So, dele. Vielleicht viel Sand mal mitnehmen, weil wir ja dann auch ein Haus bauen. Gut, so. Machen wir hier drüben nochmal ein Nigalabar. So.
So sieht's gut aus. Also das ist genug. Jetzt müssen wir das noch auf die Öfen aufteilen. Machen wir die 80 Meter. Hoppala. Mit Hüpfen, Hüpfen. Hupp. Hupp, hupp, hupp. Hupp, Holland. So. Ah, schaut, die Ananas sind fertig. Also teilen wir das mal auf. Ja, noch ein bisschen mehr Kohle hier. So, da auch noch eine Kohle. Und hier. Gut, gut. Nehmen sie raus. Gut, Pokémon sind geheilt. Haben wir hier noch Glasbottles, genau. So, dann da. Nein, es geht auch nicht. Was mussten wir denn da oben hin tun? Inksec. Müssen wir jetzt schreiben. Klar. So. Linking-Buch haben wir ja nicht mehr. Ja, wir müssen ein neues Linking-Buch machen. Dann müssen wir hier, was haben wir noch? Ne, wir haben keine mehr, hä? Ah, jetzt müssen wir das Leder wieder rausnehmen. Feder war hier irgendwo. Inkfall. Feder. Leder. Ah, dann war es die, dann waren es die Papiere. So. Papier, genau. So, und dann craften mit einem Leder. So, machen wir gleich zwei. Leder. Gut. Dann gehen wir rein. Und hoffentlich haben wir jetzt eine gute Welt. Nein, scheinbar nicht. Wir sterben. Was ist denn los? Ich möchte mich schützen. Die Welt war, Welten laden schlecht. Ob es gar nicht. Ja toll, ladet gar nichts. So können wir aber auch nicht zurück. Also Pokémon sind hier. Aber die Welt hat nicht mal nicht gar nichts. Das Inventar ist auch leer. Okay, dann muss ich kurz raus. Mal reingehen. Jetzt ist etwas hier. Okay, das haben wir mal geschafft. Game Mode 0. Wo ist jetzt das, wo ist das Spawn? Hä? Wir sind wieder in der normalen Welt. Okay. Also, ihr seht, es ist richtig fett verbuggt. Das, ist schon schade. Sie haben jetzt das Mistcraft umgeschrieben und haben es verbuggt umgeschrieben. Und das ist doch mal nicht gerade so, wie ich das gerne möchte. Oder wie er es möchte. So, wir sammeln hier noch ein paar Tintenbeutel ein. Gut, und gehen zurück und schauen mal, ob wir dann wieder reinkommen oder ob wir rausbacken. Oh. Genau dazwischen rein.
So, das Wasser ist immer noch verpackt hier. Ich muss zum anderen gehen. Gut. Ah, schau mal an. Die können wir dann mal ernten. So, wir gehen nochmals rein. Aber Wonder Trade. Ich will gar nicht Wonder Trade. Das ist wahrscheinlich eine böse Welt, deshalb. Okay, es geht gar nicht mehr. Also. Nächstes Buch wegwerfen. Das andere ist wahrscheinlich despawned. Von mir aus. Nächste Welt. Das. Ja, wir haben keine Tinten mehr. Tintenwässer. Ah, da ist noch eins. So. Das ist jetzt nur zum Testen. Ich werde wahrscheinlich das andere wieder neu laden. Sonst kommen wir nirgends hin. Wenn das immer schlechte Welten sind. So. Bla. Die Bla-Welt. Und jetzt stürzen wir wieder runter. Das ist nicht so gut. Wenn die nicht geladen werden. Aber wieso werden die Welten nicht geladen? Oder wieso ist es immer anders? Ah, jetzt. Okay, eine Welt ist auch, wo wir aber auch etwas vergiftet sind. Wir sind auch irgendwas. Was haben wir denn? Hunger. Okay, Hunger ist egal. Das lassen wir. Wir müssen einfach dann wieder zurückkommen hier. Schauen wir mal. Kürbis nehmen, Melonen nehmen wir mal mit. Okay, Abbau, Geschwindigkeit ist auch ein bisschen reduziert, denke ich mal. Ist nicht so gut. Also eine perfekte Welt ist nicht, also. Ich werde den Spielstand natürlich dann wieder laden. Und, wir testen jetzt einfach mal aus, was so hier ist. Und im nächsten Part oder in diesem Part noch werden wir dann eben neue Welten probieren herzustellen. Ich muss die Welten alle löschen. Aber die sind, glaube ich, sowieso im Ding gespeichert. Also hier ist nichts. Schade. Schade, dass hier nichts ist. Weil so schlechte Welten hatte ich zum Beispiel auf dem Server nicht. Dann gucken wir mal noch so einen der. Also eine schöne Welt ist es. Das ist eine schöne Welt. Aber ja, Hunger und so. Und Abbau. Ja, Verlangsamung und so. Aber vielleicht ist es auch wegen der Axt. In diesen Meteoriten ist gar nichts. Nö. Schade. Okay, es ist wirklich eine schlechte Welt, so zum irgendwas bekommen. Lol. Okay, komische Konstrukte. Ja, also dann schneide ich nochmal. Tu die Welt löschen. Und tu die andere wieder laden. Dann versuchen wir es nochmal. Weil das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd gelegen. Aber das ist bei Mistcraft am Anfang einfach so, dass wir zuerst mal eine gute Welt haben müssen. Und diese Rakete hier. Ah ja, ich stelle noch den Hats-Mode an und jo, bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da mit neuem Versuch. Und zwar müssen wir. Das ist es blöd. Wir gehen nochmal in diese Welt rein. Aber ich denke, sie ist schon generiert worden, weil das Buch schon gemacht wurde. Schauen wir mal.
Also es lädt extrem langsam. Die Welten sollten viel schneller geladen werden. Gut, ja, es ist diese Welt wieder. Ach, Menno. Ah, ja. So. Machen wir mal Welt 1. So. Da müssen wir noch eine Blank Pattern hin tun. Und eine Blank ist es. Genau. So. So langsam bin ich drin im Mod. normales Papier. Das geht mir immer aus. Davon muss ich mehr machen. So. Gut. Eins müsste reichen. Nicht hier rein. Kann man sie wieder rausnehmen, ja. Ich muss es craften mit einem Leder. Genau. So, du gehst weg. Du gehst rein. Und du aktivierst dich. Wir gehen rein. Und hoffen drauf. Oh, Rosa. Hoffen, dass die Welt gut ist. Wir hoffen's. Ja. Ja, ich denke, die ist gut. Sogar Glas. Lol. Das sieht cool aus, hä? Das ist genial. Hat's denn tat mir? Dann tun wir das Buch mal hier hin. Kann man das nicht reintun? Okay, kann man nicht. Ah ja, bauen kann man. Ja. Du, die schmeiß ich weg. Du bist eine Fail-Welt. Ich will sie nicht. Ich will dich weg haben. Gut. Aber wo ist jetzt das Buch? Aha, es leckt. Okay. Das will ich weg haben. Das ist zum Reingehen. Jetzt müssen wir hier mal. Oh, dort vorne haben wir schon eine Bücherei. Nein, ich will Welt 1 Waypoint bauen. So. Dann wissen wir genau, die Welt 1 ist die hier. Und sie dort ist der Spawn. Ah, diese brauchen wir. Genau, mit dem können wir dann die Portale machen. Muss ich mir dann noch angucken, wie man die Portale macht. Aber ich denke, man braucht noch so ein Altar, genau. Und das muss man daneben hin tun und dann aktivieren. Und dann hat man das Portal offen. So, sehr schön. Kristalle. Lehm haben wir auch hier. Sehr schön. Wenn wir dann mal etwas aus Lehm bauen. Gehen wir in diese Welt. Ah, schön. Optimale Welt für uns. So, abbauen, genau. Noch mehr abbauen. Okay, dann gehen wir mal zu der Bibliothek hier drüben. Obsidian hätten wir hier auch, aber wir haben noch keine Diamantspitzhacke. Genau, diese brauchen wir. Zum Beispiel Eternal Rain, no water. Eternal Rain ist einfach. Oh, Spikes ist jetzt nicht so gut, aber nehmen wir mal mit. Eternal Rain ist einfach immer Regen. So, und hier oben oder hier dahinter sind meistens noch. Oder
manchmal noch Schatzkisten. Aber ja, hier. Gut. Sealed Notebook. Page Dark Stars. Dark Moon. Dark Green Color. Dann machen wir Nativ Biomes. Dark Moon, so Dunkelheit. Dark Stars. Brauchen wir jetzt nicht. Dann nehmen wir die Spikes raus. So. Kein Wetter. Gut. Ja, Eternal Rain auch raus. Dark Green Color brauchen wir auch nicht. Gut. Hier könnten wir auch gut meinen. Machen wir dann am Spawn. Und sonst eben Lehm abbauen, diese Kristalle abbauen. Sehr gut. Das ist eine optimale Welt, weil da hat es beides. Eben auch diese Hütten, diese Bibliotheken und hier die Kristalle. Ein bisschen Glas hätten wir auch. Wir brauchen einfach Behutsamkeit. Und dann können wir das Glas auch abbauen, schön. Ah, herrlich. Ist zwar ein bisschen gecheatet, aber das ist es nötig, weil irgendwann ist die Welt sonst kaputt und wir brauchen einfach den Mod für großflächige, für große Projekte, wie dieses Let's Play. Weil ich möchte meine Projekte schon, wenn es erfolgreich ist und immer erfolgreich sein wird, weitermachen, weil ich ja interaktiv Let's Playe. Und wenn ihr es schaut, dann weiß ich, ihr findet es gut. Und werdet es auch weiter Let's Playen, solange ihr Interesse habt. Jo. Hier haben wir dunklen Lehm. So, was könnten wir noch? Also die Dinge muss ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Die Kristalle. Nur noch ein paar. Also, dass ich einen vollen Stack habe. Ja, das reicht. Also, jetzt haben wir 39 Blöcke noch. Gut. Dann machen wir eine Mine hier. Haben wir noch eine Spitzhacke? Gut. Das haben wir auch noch. So, und zwar, hier gehen wir einmal runter. Oder wir könnten kurz das machen. So. Und dann machen wir hier gleich die Mine. So. Sehr schön. Können wir Lehm abbauen. Dunklen Lehm. Also brauner Lehm. Prima. Haben wir denn hier auch noch Stein? Oder ist es eine Welt, die aus Lehm besteht? Ja, ich denke. Mist. Ja, dann bringt es hier nicht natürlich zu meinen. Noch ein bisschen runtergehen können wir schon. Gut. Das ist ein ganzes Mesa-Biom. Hat es auch Mesa? Ja, Mesa-Plateau sogar. Ja, das ist Kaka. Also deine Farmwelt wird das nicht, außer man muss unter 60 gehen. Austesten können wir ja mal. So. Also dann können. Ah, das ist. Jetzt ist okay, dann können wir doch hier farmen. Müssen wir noch eine nächste Welt bauen. So wichtig ist mir, dass ich da noch ein bisschen Stein mitnehme. Da haben wir ja recht wenig. Aus irgendwelchem Grund, sonst habe ich immer Stein zu viel. Aber wirklich jedes Mal Stein zu viel. Gibt es hier auch Erze? Das will ich noch kurz nachschauen. Gehen wir wieder nach oben. Können direkt teleportieren.
dann geht das Let's Play nicht so lange. Scheint nicht so zu sein. Es ist nicht wahr. Gibt es hier keine Kohle? Nix. Ich gehe mal gerade nach unten. Keine Höhlen, nix. Okay. Ja. Dann M. Teleport. Zurück. So, sehr schön. Also. Dann hier mal das Zeugs weglegen. So. Mal da Sachen. Leder nehme ich mit. Ja, Leder kann ich auch ablegen. Wir machen ja jetzt keine Welt. So. Nein, reintun. Scheren auch. Ja. So, Spitzhacken machen. Und hier meinen, wir brauchen Diamanten. Nein, jetzt nicht meinen. Aber wir brauchen dann noch Diamanten. Wir schauen jetzt mal hier, dass wir an Apricoco kommen. Gut. Machen wir hier mal Block, dann können wir hier hochklettern. So. Was wir jetzt machen müssen, ist das Braten. So, die Anten lagern wir mal auch in einer neuen Kiste. Machen wir mal 4. Eins ist Apricoco-Kiste, die hier. Und hier ist eine Misskräft-Kiste. Da muss ich das einfach dann noch reinsortieren. Und zwar das zum Beispiel. Das. Und wo pickst du nächst? Was ist alles noch Misskräft? Leder. So. Gut, dann haben wir da recht viel noch. So. Als nächstes machen wir den Amboss. Wieso? Amboss. Amboss. Anfiel. Den hier, Pixelmon Anvi. Also rüber. So. Und ein Hammer. Den machen wir, glaube ich, so. Pixelmon. Sehr schön. Gut. Haben wir das? Ni aus. So, wir werden den Amboss hier irgendwo in die Mitte tun, ab ein bisschen auf die Seite, auf das Ding hier. Und dann müssen wir so Platten machen, Iron Disk. Die machen wir dann hier so drauf und hämmern da drauf, bis sie fertig gehämmert sind. Und man hat ein Pokéball Unterseite. So. Und der Grund, wieso ich vorher nochmals ein bisschen Stein gebrannt habe, ist, man muss Knöpfe in die Mitte tun von den Pokébällen. Und dann hat man es ja auch schon. Tönt gut. Das ist jetzt mal wirklich gut verbessert. So. Und jetzt nehmen wir die Dinger weg heraus. Wo sind sie? Da oben. Machen aus dem dieses. Da haben wir Pokéball-Disk. So.
so einfach geht das mit der Herstellung von Pokéball. Mal schauen, was wir als nächstes fangen. Ich hätte gerne einen kleinen Stein oder so etwas. Vor allem eins, was nicht so eine Klasse ist, die jeder hat. So, anordnen. Pokéball. Gutes. Braucht halt viel Eisen dazu, aber das ist nun mal so. So. Was wollen wir den am besten... Ich weiß es nicht, also... Irgendwas können wir dann schon. Welches Biom sollten wir dazu gehen? Eigentlich in den Untergrund, aber ich möchte gerne mal ins Gebirge da drüben schauen, ob es eines der Ding-Pokémon gibt. Also Gebirgs-Gesteins-Pokémon oder so. Vielleicht gibt es ja hier auch noch eine Höhle. Da oben ist zum Beispiel ein Georok. Ein Kleinstein wäre hier oben. Level 12. Nun gut, dann wechseln wir aber. Fight Bubble. Gut, sehr schön. Oh. Pokéball. Haben wir einen weiblichen Kleinstein. Oh, in die Wüste will ich da noch. Okay, er ist geflohen. Nochmals. Und? Yes. Ein Don Manitoku. Go. Achievements. Ich weiß nicht, wo das ist. Minecraft. Ah, Pixelmon. Die habe ich aber nicht. Ich habe noch kein Shiny und auch kein Legendary. Catch your first Pokémon. Ist ein bisschen verbuggt scheinbar. Okay. Also die Aufnahme wäre vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir dann hier vielleicht noch einen Vogel holen oder so. Und etwas anderes. Ja, aber ich will das noch kurz abbauen. Früchte sind immer schön. Und was ist das? Thunderstone. Okay. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.